Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Room 4. In der letzten Episode haben wir den Garten abgeschlossen und jetzt fehlen uns nur noch drei Artefakte, wie es aussieht. Es geht ja also wirklich Schlag auf Schlag voran und ich klicke jetzt auch mal auf Weiter. Denn ich muss natürlich noch das Artefakt öffnen, was wir beim Garten bekommen haben. Der Garten ist natürlich wieder weg. Wie sollte es anders sein? Guck mal hier, alles weg. Dieses schöne Puppenhaus. Wer weiß, was davon noch übrig bleibt. So, öffnen wir das Ganze. Das ist eine mechanische Zikade. Oh, wunderschön. Die kommt bestimmt... Oh, jetzt habe ich hier schon rumgeklickt. Die kommt in die japanische Galerie. Die muss da hinkommen. Wir haben doch da so eine Fliegen- oder Insektenabbildung gesehen. Das passt. Ruhige Augen. So, und wir haben natürlich auch noch die Künstlerpuppe fürs Studio. Wo gehe ich denn jetzt zuerst hin? Ich gehe, glaube ich, nochmal ins Studio. Ans Fenster. Ja, und jetzt steht sie hier, das Püppchen. Und mehr kann ich gar nicht machen. Sieht genauso aus, ne? Nur, dass hier drüben, also hier eigentlich beim Fenster, noch ein Türmchen wäre. Das ist aber nicht da. Naja, dann gehen wir zurück in die japanische Galerie. Und dann setzen wir mal das Insekt ein. Hier drüben muss es sein. Hier. Da. Oh! Da flattert es davon. Oh. Ach. Das ist ja witzig. Da kann man jetzt die Drachen auch so anschauen. Und guck mal, man erkennt hier irgendwie wie so eine Art Schädel. Oh. Ach komm. Das ist ja cool. Das ist natürlich richtig cool. Jetzt möchte ich da rein, bitte. Auch so der Schädel. Kann ich ja auch noch mehr bewegen? Geht es auch so? Nee, das geht nur hier. Oh. Der ist voll beweglich. Muss ich den hier einhaken? Und jetzt bestimmt hier zubeißen. Aha. Und der dann wahrscheinlich da drüben. Ich meine, das ist ja hier mit Ketten gesichert. Cool. Na? Wobei das gleiche Haus ist, da wollte ich gar nicht ran. Aber ich kriege den nicht nach hinten bewegt. Vielleicht geht das auch einfach noch nicht. Bei denen kann ich ja halt nicht einhaken. Also... Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Ach Mensch, der kann das rausziehen. Oh, oh. Er hat auf jeden Fall die Ketten gesprengt. Kann ich denn jetzt hier noch was machen? Kann ich das jetzt noch richtig rausziehen? Ich meine, hier ist doch so ein Hebel. Nee. Hier könnte ich nur das Teil einsetzen.
Die Platte sieht auch so ein bisschen so aus, als ob man die eigentlich drehen könnte, oder? Na, der Hinweis oben ploppt schon auf, dass ich ihn nutzen könnte, möchte ich aber nicht. Muss hier noch ein bisschen rumprobieren. Würde gern da drüben hin. Aber das Teil würde ich halt gerne drehen, also den ganzen Tisch. Boah, ist hier noch was dran? Irgendwie nicht. Den kann ich jetzt auch nicht mehr einhaken. Wie gesagt, ein Vor und Zurück geht nicht. Kann man denn die Häuser vielleicht in dieser Darstellung drehen? Nee. Geht echt nur der Kopf hier. Wobei das noch so aussieht, als ob man die doch hier so ein bisschen bewegen kann, oder nicht? Diese Teile, wo man durchguckt. Ja, das sieht doch so aus, als ob man die hier langziehen könnte, aber wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich täuscht das. Was übersehe ich? Muss ja irgendwas übersehen. Wie kann ich diese Platte bewegen, damit die Häuser ihre Anordnung tauschen? Bestimmt nur mit dem Teil hier und da kann ich noch nichts machen. Ich habe ja auch gar kein weiteres Objekt jetzt, mit dem ich arbeiten kann. Und ja, die Fliege ist weg. Das ist jetzt ja wieder etwas schwierig. Was sehe ich hier irgendwas? Hier hinten kann man nichts bewegen. Es ist wirklich nur der Kopf. Fehlt mir gerade die Idee, ihr Lieben. Also ich meine, ich weiß ja schon, ich müsste bestimmt die Platte drehen, aber die Frage ist, ob das nur mit dem Objekt geht und das Objekt kann ich nicht verändern, weil mir da irgendwie noch was fehlt. Oh, hä? Okay, jetzt habe ich gerade den Drachenkopf nochmal ausgewählt, sehr schön. Gehen wir nochmal hier ran. Ist hier vielleicht was passiert? Aber das kann ich ja nicht einsetzen. Das ist nicht die richtige Figur. Oder nicht die richtige Form. Die Stützen können etwas hochhalten, ja, aber ich habe ja nichts. Das haut so nicht hin. Möchte bitte das Ding drehen. Hier komme ich nicht mehr ran. Und hier kann ich nichts weiter machen. Dieser Sockel hat eine markante Form. Ja, genau. Hat er. Hier kann ich nichts tun. Hier kann ich auch nichts tun.
kann man nicht drehen. Kann man nichts machen. Ja, Zeit für einen Hinweis. Tut mir leid, aber tatsächlich komme ich hier gerade selbst nicht drauf. Als ich mit der Drachenstatue den Turm in der japanischen Galerie anhob, sah ich etwas unter dem Turm. Was sah ich denn da? Noch eine Kette? Das sieht so aus, als ob man das drehen kann, aber so richtig komme ich da nicht ran. Muss ich ja nochmal so durchgucken. Da. Aber der Kopf, der passt da nicht da unten hin. Da unten, das leuchtet halt auch nochmal. Aber ich kann ja mit den Drachen hier nicht weitermachen. Ich kann die ja nicht noch weiter hier rüberziehen. Das ist begrenzt. Und ich komme ja auch nicht ran. Also, wohl nicht weiter, oder? Ab hier? Von hier kann ich auf jeden Fall nirgends daran. Nee, brauche ich einen zweiten Hinweis. Wenn ich die Holzplatten mit meinem Okular untersuche, kann ich den linken Drachen zum Turm bringen und dann schließe ich den Kiefer. Das habe ich doch gemacht. Habe ich doch getan. Der ist doch schon da gewesen. Der lässt sich doch nicht weiter einhaken. Das ist doch jetzt kein neuer Hinweis. Krieg den da drüben nicht hin. Wenn ich die Holzplatten mit meinem Okular untersuche, kann ich den linken Drachen zum Turm bringen und dann schließe ich den Kiefer. Das habe ich getan, ihr Lieben. Das habe ich getan. Und mehr passiert hier nicht. Also. Was soll denn hier noch passieren? Kann sie ja mal ganz groß aufrichten. Komm hier nicht ran. Moment, da? Nee. Das sieht halt aus wie ein Hebel, aber ich kann da nicht weitermachen. Hier ist noch, als ob da noch eine Kette ist. Oh, da ist ja auch eine, das sieht man ja, aber wie kriege ich die denn weg? Wenn die Drachen nicht weiter beweglich sind. Das ist echt merkwürdig, weil es gibt halt auch keine weiteren Hinweise. Ja, hier komme ich halt nah ran. Aber der Turm ist doch schon draußen. Kann hier nirgends ranzoomen.
Man hätte auch immer diese Ansicht erwischt. Die Tipps geben halt echt nichts Neues, ne? Muss da hinten ran. Und ich weiß nicht wie. Und ich hätte echt gedacht, man könnte diese Platte drehen, aber da ist kein Element, um da irgendwas zu drehen. Dann würde ich jetzt nochmal ins Studio gehen. Also eventuell gibt es da noch irgendwas, was ich übersehen habe. Was wir jetzt für diesen Tisch gebrauchen können. Hier ist noch das Artefakt. Aber da können wir ja nichts mit anfangen. Die Künstlerpuppe. Mich irritiert halt auch, dass ich an der Puppe selbst nichts machen kann. Ich sehe halt hier nur dieses Rad. Aber kann da nichts weiter tun. Ach ja, und der Schrank ist auch noch zu. Noch was in der Schublade? Nein. Hier ist noch ein Buch, das könnte ich mal lesen, ne? Das habe ich ganz übersehen vorhin. Ich bleibe auf dem Treppenabsatz stehen, als ich von unten die lauten Stimmen höre. Geknurrte Drohungen machen ein Versprechen unverhohlener Gewalt. Es gibt nur wenige Fortschritte. Aber warum? Ich glaube nicht, dass Edward in der Lage ist, zu versagen. Die Worte, die sie benutzen, sind geheimnisvoll. Ich reime mir zusammen, was ich kann. Diese Männer sind keine Wissenschaftler und ganz sicher keine feine Gesellschaft. Warum haben wir sie in unser Heim eingeladen? Endlich gehen sie. Ich muss Edward suchen, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Zweimal muss ich Kehrt machen, nur um das Arbeitszimmer zu finden. Das Arbeitszimmer meines Vaters. Eine Tür, an die ich eine ganze Kindheit lang mein Ohr gedrückt hatte. Jetzt ist sie mir fremd, bis auf das Gefühl dessen, was sich dahinter befindet. Wie ein Makel, der auf der Welt liegt. Und auch diesen Text hatten wir schon mal in einem anderen Buch. Ich erinnere mich. Aber das ändert nichts daran, dass ich hier nichts weiter bekommen habe, um bei den Drachen weiterzumachen. Ihr Lieben, mir fehlt da wirklich die Idee. Das hier? Nee, das ist noch vom Ei. Ich dachte schon, da wäre irgendwie noch ein Hebel oder irgendwas. Nicht. Nur Bücher. Bücher, Gemälde. Und ansonsten nicht. Und ich habe halt auch kein Item. Kommen denn hier draußen andere Hinweise? Nee, wenn ich die Holzplatten mit meinem Okular untersuche, kann ich den linken Drachen zum Turm bringen und dann schließe ich den Kiefer. Ja, habe ich getan. Und Hinweis 1 war einfach nur, als ich mit der Drachenstatue den Turm in der japanischen Galerie anhob, sah ich etwas unter dem Turm. Aber Moment. Also das erste ist nochmal der Hinweis, ich sah etwas unter dem Turm. Und das zweite ist der Hinweis, wenn ich die Holzplatten mit meinem Okular untersuche, kann ich den linken Drachen zum Turm bringen und dann schließe ich den Kiefer. Aber das
Habe ich doch. Also. Das habe ich doch gemacht. Das, ich kann ja da gar nichts anderes machen. Wo habe ich den jetzt nur angehoben? Ich habe doch das Ding gelockert. Ja, wenn ich jetzt den Kiefer schließe, also ich mache das gerne wirklich nochmal, komme ich ja trotzdem nicht ran. Der ist zu kurz, der Drache, der ist zu kurz. Wie kann ich diese Platte drehen? Das ist eher die Frage. Es muss irgendwie gehen, dass diese Platte gedreht wird. Aber wie? Der Drache selber kann das nicht. Der kommt da auch nicht ran. Die Drachen kommen da nicht ran. Das ist wirklich kein weiterer Spielraum. Weiter geht nicht. Also die springen auch immer wieder zurück. Jetzt auch nicht, dass der sich hier den Hals enorm verrenkt, ne? Aber weiter geht es nicht. Weiter geht das hier nicht. Ihr Lieben, ich glaube, ich mache an der Stelle mal einen Cut. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie es weitergeht. Eventuell muss ich mir da Hilfe holen. Anderweitig. Und ja, dann sehen wir uns aber auch gleich wieder. So, ihr Lieben. Also, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil mir das irgendwie hier die ganze Zeit schon Spanisch vorkam. Und ich glaube, ich habe tatsächlich wieder einen Bug. Ich habe mal bei einem anderen Let's Play reingeschaut und habe nämlich gesehen, dass dieser Drache, ja, also ich habe wirklich nichts weiter angeschaut, ich habe mir nur die Szene angeguckt, wie der Drache hier diesen Turm rauszieht. Und tatsächlich müsste der Turm viel weiter draußen sein. Denn, ja, hier ist ja noch ein Element, mit dem man interagieren kann. Das geht bei mir aber nicht. Das heißt also, ich werde jetzt hier den japanischen Raum wieder resetten. Beziehungsweise, ja, nicht alles, aber ein Stück weit, ne? Genau, japanische Galerie. Studio. Ich muss Studio wählen, denn das ist das Letzte, was ich ja freigeschaltet habe. Man sieht tatsächlich alle Kapitel. Ich dachte damals, man sieht nicht alle, aber man sieht wirklich alles. Und dann, ja, muss ich leider jetzt ein paar Sachen wiederholen. Geht nicht anders, aber was will man tun, wenn Bugs auftauchen? So, was war denn das letzte beim Studio? Muss ich mal kurz reingucken. Okay, die Figur sitzt noch nicht da. Die Schublade ist noch nicht offen. Okay, Lieben, ich spiele das soweit, bis wir wieder bei der japanischen Galerie sind und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt geht's aber weiter. Ich musste gerade tatsächlich schon einen ganz schön großen Bereich nochmal neu spielen. Alles mit diesen, ja, Messing-Eiern und auch im Garten diese Rätsel, wo man, ja, diese Muster nachmachen musste. Naja, war auf jeden Fall jetzt ein bisschen Zeit, die man nochmal investieren musste. Aber ich hoffe, dass jetzt alles gut geht. Die Ketten an den Türmen sind auf jeden Fall wieder da, vor allen Dingen hier an dem Turm. Und ich hoffe, dass unser guter Drachenfreund das Ganze jetzt mal richtig hochzieht und nicht so wie gerade eben, ne? Also, gleiches Spielchen. Einmal Drachenkopf. Ja, okay, der ist eingehakt. Boah, noch nicht eingehakt, aber ausgerichtet ist er. Jetzt hake ich ihn gleich ein. So. Und dann darf das jetzt bitte nicht schief gehen. Ich ziehe jetzt diesen Turm hier hoch und man darf nicht loslassen, glaube ich. Ich kann sein, dass ich da irgendwie losgelassen habe. Auf jeden Fall muss man den Turm richtig weit rausziehen. Ja, jetzt. Guck mal, so muss es aussehen. Und nicht so wie bei mir, dass die Hälfte hier unten noch drin hängt. Super. Naja, wenn es mal wieder länger dauert.
Okay, jetzt haben wir nämlich hier auch so ein Drehelement, ja, ihr Lieben. Also der zweite Bug, den wir jetzt gefunden haben, kann passieren. Es gibt ja zum Glück eine Möglichkeit, wie man das wieder beheben kann, ne? So, okay. Hier sind jetzt so. Moment, warte mal, hier ist eine Stange, da könnte bestimmt der andere Drache jetzt dran ziehen oder muss der an der Kette ziehen? Aber ich denke mal eher hier dran. Na? Doch, jetzt. Ich glaube, das passt. Gusche zu. Und. Okay. Hat er rausgezogen? Was haben wir hier? Ein Pagodenmodelldach. Schön, schön. Finde ich gut. Ein Pagodenmodelldach. Das. Ach, das kommt bestimmt hinten beim Oktopus drauf. Sehr schön. Aber jetzt, ja, können wir hier jetzt noch irgendwas machen? Ich meine, oder war es jetzt einfach die Sache mit dem Dach? Hier geht nichts weiter. Drehen kann ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Aber immerhin habe ich ein Dach, ihr Lieben. Ich habe ein Dach. Mal gucken, ob das jetzt sich hier oben dann drauf kommt. Ich könnte mir vorstellen, ja. Huch, nein, Moment. So. Und hier, da ist nämlich auch das Symbol, das sieht auch aus wie ein Dach. Ja, klasse. Und jetzt hat das Ding ein anderes Muster, oder? Unten eine unvollendete Pagode. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch aus wie die Form, die wir jetzt brauchen, um hier weiterzumachen am Tisch. Jawohl. Und da können wir gleich wieder rein, würde ich sagen. Oh, oder so. Ja, praktisch. Jetzt dreht sich das ganze Teil auch mal. Die fahren zusammen. Oh. Ach, das sieht schon schick aus. Aber ich kann hier jetzt gerade gar nichts machen. Ich kann nur gucken. Ach, Moment. Hä? Witzig. Die bewegen sich jetzt zeitgleich. Gut, aber lassen wir die Drachen erstmal in Ruhe. Wir tauchen jetzt mal hier ab. Wie cool. Hey, jetzt sehen wir die Drachen. Schön. Was haben wir denn hier noch? Also außer den Durchblick. Muss bestimmt die Drachen irgendwie ausrichten. Richtig viel kann man hier auf jeden Fall nicht sehen. Also eigentlich gar nichts weiter. Gut, dann ja. Muss ich mal schauen, was ich mit den Drachen jetzt anstelle. Die müssen sich ja hier irgendwie platzieren, hier vor. Frage ist, was die machen müssen. Vielleicht beide unten oder? Das ist die Frage. Was müssen die machen? Oder ist das ein Hinweis, wenn hier so ein Bogen zu sehen ist, dass sie beide wirklich so aussehen müssen? Ich kann ja wirklich mal so halbwegs symmetrisch hier ausrichten. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Oh verdammt, jetzt habe ich die Galerie verlassen. Das wollte ich nicht. Nee, nee, nee. Bitte wieder zurück. Das geht so nicht.
Mal schauen, ob das jetzt richtig ist. Also jetzt sieht man sich hier unten, aber hier würde ich gerne irgendwie... Weiß ich nicht, würde da gerne hin. Aber da komme ich ja nicht hin. Was müssen die Drachen machen? Muss ich die hier doch nochmal da ranhängen? Ach Mann, die... ja, na klar. Ich kann die ja noch so nutzen. Okay, ja, jetzt. Ja, klar. Gut, dann hängen wir die doch da wieder ans Dach ran. Hier. Okay, Nummer 1. Er muss jetzt noch natürlich zuschnappen. Und mit dem anderen machen wir das Gleiche. Ja, weil jetzt ist es nämlich auch egal, ob sie sich zeitgleich bewegen können. Wenn der eine festgehakt ist, ist der andere frei beweglich. Okay. Gut, na dann. Also wirklich, zieht das Ding bis ganz nach oben raus, wirklich. Bevor irgendwas schief geht. Das hätte bestimmt hier nämlich auch wieder verbacken können. So, komme ich da jetzt hin? Nö. Das ist vielleicht nicht richtig, muss das auf die gleiche Höhe? Oder komme ich da jetzt rein? Ach, hier, guck mal, da ist ja was. Okay, ich kann mir eine Brücke zurechtbauen. Ah, das geht sogar von beiden Seiten. Alles klar. Dann ein bisschen runter, bitte, danke. So. Das sieht doch jetzt aber nach der Lösung aus. Man muss natürlich auch das Okular auswählen, wenn man hier schon lang möchte. Aha. Wunderbar. Es steckt unter den Holzverriegelungen fest. Dann muss ich die mal noch eben lösen. Auf der anderen Seite ist auch noch so ein Teil. Ein Pagodenmodelldach mit Spitze. Wahnsinn. Oh. Ah ja. Jetzt habe ich die Pagode wieder. Und das ganze Teil kann ich bestimmt jetzt hier oben raufsetzen und kriegt noch das Artefakt. Das möchte ich jetzt noch ausprobieren. Ist schon wieder eine längere Episode hier heute, ihr Lieben. Aber wer konnte denn auch ahnen, dass ich ja auch noch einen Bug ausgrabe? Und ein bisschen was schaffen möchte ich ja auch. Hier ist eine Laterne dran. Kann man die schieben? Nee. Aber hier, die kann man bewegen. Moment, also wir haben hier eine rote und eine weiße Seite. Huch! Also es hat geläutet kurz. Und hier ist ein Windrad. Da muss man jetzt natürlich mal überlegen, was man da macht. Also das leuchtet, hier das auch. Muss ich da das Licht weitergeben? Ich vermute tatsächlich, dass es so ist. Ich muss hier irgendwie einen Weg finden, um alles zu beleuchten. Das Ding leuchtet standardmäßig. Also der Strom, ich sage jetzt mal Strom, geht hier hin. Nee, der muss einmal, glaube ich, rumgehen. Geht runter.
Das verbinden wir. Also hier kann man, glaube ich, dem Weg tatsächlich gut folgen. Ah, rot passt nicht. Also die Farben müssen auch aneinander passen. Hier fehlt was. Hier geht es gar nicht weiter. Geht das so rum? Nee. So, okay. Jetzt habe ich unten aus Versehen gedreht, macht aber nichts. So. Oh, okay, also die weißen, die funktionieren. Das weiße Rädchen dreht sich. Das gleiche Spielchen jetzt wahrscheinlich dann auch nochmal mit der roten Seite. Hier ist nämlich noch ein rotes Rad. Okay, also der Stromkreis läuft hier oben lang. Oder der Lichtkreis, was auch immer. Wie verbinden wir? Nee, nee, habe ich falsch gemacht. Moment. Hier geht's runter. So, das ist verbunden. Muss nach unten. Hoch. Muss nach oben zeigen jetzt, oder? Nee, wartet mal. Da geht's noch weiter. Hier fehlt nämlich noch was. Okay, das zweite Rädchen dreht sich auch. Wir haben das nächste Artefakt. Oh Gott, und das war's jetzt auch mit der japanischen Galerie. Der nächste Raum geht flöten. Da legt man sich einmal im Puppenhaus zu, ja, ihr Lieben, und dann sowas. Ja, ganz schön leer jetzt hier. Na, was verschwindet jetzt? Das hier. Es fehlen nur noch zwei Artefakte. Japanische Galerie abgeschlossen. Reisende sind eine leichte Beute, wenn sie von den Geheimnissen einer neuen Welt angelockt werden. Das Siegel ist nahezu gebrochen. Doch endet meine Reise oder bin ich nur ein weiterer naiver Reisender? Das ist die Frage, ihr Lieben. Das ist die Frage. Aber gut. Das soll es jetzt auch mal für heute gewesen sein. War ja wieder eine lange Episode. Ihr wisst jetzt ja auch wieder, wie man Bugs löst, beziehungsweise was halt auch noch für ein Bug auftauchen kann. Leider auch in der japanischen Galerie. Aber es gibt ja Möglichkeiten, um das zurückzusetzen. Muss man eben nur ein bisschen Zeit investieren, um bestimmte Parts nochmal nachzuspielen. Aber das soll jetzt auch gar nichts weitermachen. Wir kommen gut voran. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Macht's gut!